Im Suezkanal, da haben heute Einsatzkräfte endlich die 220.000 Tonnen schwere Ever Given wieder flott bekommen. Seit Dienstag lag der Containerriese ja verkeilt im Kanal und sorgte dafür einen Stau, auch einen Stau im Warenverkehr. Wie schnell nun in einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt aber wieder alles normal läuft, das muss ich erst noch zeigen. Philipp Reichelt mit den Einzelheiten. Das Bild, auf das die Welt seit fast einer Woche wartet. Eine fahrende Ever Given. Am Nachmittag war es gelungen, auch den Bug aus dem Sand zu befreien. Zuvor wurde schon das Heck des Schiffs freigebaggert und mit Schleppern zurück ins Wasser gedreht. Ein hartes Stück Arbeit, begünstigt durch die Natur, denn der Vollmond in der Nacht half mit. Der Vollmond sorgt für eine höhere Flut, im Endeffekt für ein Hochwasser und das in Verbindung mit den Baggerarbeiten und den Schlepperarbeiten hat eben dazu geführt, dass das Heck freikommen konnte. Auch die Befreiung des Bugs begünstigt durch die anhaltende Flut. Bis zu 30.000 Kubikmeter Sand mussten weggebaggert werden, um das 220.000 Tonnen schwere Schiff wieder zu bewegen. Die Ever Given soll nun in die nördlich gelegenen Bitterseen geleitet und dort genauer untersucht werden. Der Suezkanal nun wieder frei und befahrbar. Bis zu 400 Schiffe hatten sich auf beiden Seiten angestaut. Dieser Rückstau, den wir hier gerade im Suezkanal erleben, der wird sich natürlich dann fortsetzen auf den Zielhäfen, etwa in Rotterdam oder in Hamburg oder wo immer diese Schiffe eben jetzt hinfahren werden. Das heißt, es wird schon noch eine Weile dauern, bis sich dieses Problem weltweit tatsächlich lösen wird. Normalerweise können den Suezkanal täglich nur ca. 50 Schiffe durchfahren. Mit einem 24-Stunden-Betrieb soll der Rückstau nun in nur 3 Tagen aufgelöst werden.